Hallo liebe Wummerklick-Freunde, heute ein Hallo aus Niederbüren von mir zu Hause. Heute Morgen brachte der Briefträger folgende Post, und zwar diesen Flyer. Auf diesem Flyer sind die Notrufnummern alle aufnotiert. Und zwar haben wir beispielsweise Sanität, Polizei, Feuerwehr, die Rega, das ist die Flugwacht, und eine Nummer ist drauf. Die ist ganz interessant. Und zwar ist das die Nummer 112 und nennt sich europäischer Notruf. 112 ist also die europäische Notrufnummer. Und was ganz gut ist, es gibt eine App für diese Notrufnummer. Die nennt sich Echo 112. Ich empfehle euch, diese App runterzuladen. Und zwar auf eure Smartphones. Egal ob iPhone oder Samsung oder was ihr habt, dieses App ist für alle Telefone erhältlich. Wenn man dieses App öffnet, sehen wir hier auf dem Display, jetzt natürlich, da ich ja in der Schweiz bin, Schweizer Zeichen, und bei uns ist die 144 halt maßgebend. Sobald ich aber mit dem Handy rausfahre nach Deutschland, dann wird Deutschland angewählt, respektive wenn ich in Italien bin, wird Italien angewählt, aber da ist dann immer die 112 maßgebend. Es gibt eine Taste, die heißt Test. Auf dem Testmodus muss man auf das Test-Icon lange drücken. Dann wird eine Verbindung aufgebaut. Es wird ein Notfall simuliert. Dann haben wir den Testanruf. Da kommt natürlich jetzt nichts Gesprochenes, sondern einfach geschrieben. Und als Schlusstext steht jetzt da zum Beispiel: Wir können Ihren Standort sehen. Hilfe ist unterwegs. Wenn ihr also mit eurem Handy einen Notruf macht, wissen die in der Zentrale bereits, wo euer Fahrzeug steht? Und zwar darum, weil mit dem Anruf automatisch die Koordinaten durchgegeben werden. Das hat dann zur Folge, ihr müsst nicht lange nachstudieren, wo bin ich, wie heißt die Straße, Straßennummer etc. Bei einem Unfall seid ihr ja eh schon nervös, da habt ihr kein Flair mehr, um weiß was rauszufinden. Also, dieses App Echo 112 empfehle ich euch auf jeden Fall. Das war jetzt also die kurze Erklärung zum App Echo 112. Was ich euch auch noch empfehle, ist natürlich mein WomoClick-App. Dort habt ihr die Möglichkeiten, Stellplätze nach Bundesländern zu finden. Es sind die Karten drauf, es sind die Informationen drauf und ebenfalls die Filme dazu. Was ihr vielleicht beachten müsst, weil die Filme viel Datenvolumen haben, empfehle ich euch, diese erst anzuschauen, wenn ihr eine Wireless-Verbindung habt. Das habt ihr wahrscheinlich zu Hause oder eben auf dem Stellplatz. Das war also jetzt mein Tipp bezüglich App. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ich hoffe, dass ihr Echo 112 nie braucht. In dem Sinn, wir sehen uns.